2. Ja. Yours, perhaps he wouldn't have thrown such a tantrum, because that's all it is, the whiny tantrum of a man unable to control himself. Yes, control is the name of the game. You figure out how it's played. Also ich weiß noch, also ich kann mir vorstellen, dass bei dem doch seine Jobsuche nicht schwer ist, oder? So als Fahrer für so eine Firma. Sicherheitslasten hin oder her, der hat ja gesagt, der macht alles, also welche Firma braucht nicht Fahrer? So, und dann suchst du halt einfach die Firma mit dem gefährlichsten Gut aus, was du noch selber mit dir vereinbaren kannst, und dann fährst du das halt und kriegst am meisten Geld dafür. Hier fährst du für Pharmaceuticals. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel so einen Job als hier Bankangestellter, nicht Bankangestellter, hier, wenn du diese Geldkassetten umherfährst oder so, da kriegst du bestimmt auch richtig die Geld für. Also, keine Ahnung, kann er doch machen. Man muss ja jetzt nicht so seinen einen Job dann danach weinen, wenn die den da unrechtmäßig rausgeworfen haben, kannst du da ja was mit dem Anwalt versuchen. Deswegen dachte ich auch tatsächlich, den Anwalt, den er da kontaktiert hätte, wäre dafür, aber das war ja tatsächlich für sein Kind. Und der will ja auch nur das Geld, was er verdient, dazu einsetzen, damit das Kind auf die Schule gehen kann. No College. Ist ja richtig teuer in Amerika teilweise. Okay. Alle Mitarbeiter, während die Renovierungsarbeiten an unserem brandneuen Verteilungszentrum weiterlaufen, sind wir noch immer dabei, Maschinen und Ausrüstungen aus dem Steinbruch zu bergen und einen neuen Zweck zuzuführen. Versuchen Sie nicht, die Geräte ohne vorherigen Autorisierung einzusetzen, da dies zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann. Fragen Sie nach, bevor Sie etwas benutzen, mit dem Sie nicht vertraut sind. Das ist wieder so objektiv. Und zu dem einen Dude hier, also dem von uns, den wir behandeln, ist der so frech gewesen. Und naja, das war der nicht. War auch der das? Oder war das nur an den Pförtner? Also der Pförtner hat ja auch zum Beispiel schon vorne richtigen Anschluss von dem gekriegt. Oder war das nicht er? S. Hill. Ja, können wir nachher sehen, ob der den gekündigt hat. In der Bude von unserem Patienten. Warum auch immer wir überall rumlaufen dürfen. Experimentelle Köderpille. EX0952 Lure. Ja. Exo 59 könnte man das nennen. Oder Tulur. Exo 59. 95 ist das, ne? Brad. Spät ist es geworden. Liste der Inhaltsstoffe. Bolepo-Pheromonix. Okay. Gesicherter Behälter im Schutzraum im ersten Stock. Triptozybin Pilzextrakt Ricordia Kühlhaus. Und Triptozybin Pilzextrakt Ricus dritter Stock. Mr. Hill fragen. Flüssigkeitskomponentenröhrchen müssen in die entsprechenden Öffnungen des Fabrikators gesteckt werden. Zusammen mit dem Behälter ganz unten. Pillenbehälter sind im Lager zu finden. Sämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Das ist die große Maschine im Raum nebenan. Okay. Achso, das ist so ein Zeitnotiz. Der Fabricator ist die große Maschine im Raum nebenan. Okay. Also, Bolepo-Pheromonix. Pheromone, ja, okay. Kennt man ja. Tripto, keine Ahnung, Zybin. Der ist ja halt das. Ja, ich kann jetzt nicht raustappen. Sonst hätte ich das jetzt gegoogelt. Ja, scheiß drauf, ne? Ihr könnt das ja selber mal nachgucken. Ist eigentlich immer sehr interessant, so ungefähr herauszufinden, wie die, also was die sich jetzt damit gedacht haben, was das ist, ne? Und ob das vielleicht wirklich irgendeine Wirkung auf ihn haben könnte. Wenn ich so ein Spiel entwickeln würde, ich würde mir tatsächlich die Gedanken machen, hätte ich die Zeit dafür. Wie schön das eigentlich aussieht, der Zettel, und wie kacke das für uns immer aussieht. Naja. Ne, da unten die Notiz. That's the big machine in the next room.
Wenn man Englisch redet, kommt man sich so dumm vor. Ist so einfach ist die Sprache. Aber es ist halt einfach, ne? Einfach, aber nicht präzise, nicht so wie Deutsch. Deutsch ist halt wirklich toll, was Präzision angeht. Du kannst so genau Sachen beschreiben. Nicht umschreiben, sondern beschreiben. Boah, das hier sieht auch wieder so falsch aus. Wir können es da lang nicht durcharbeiten. Ja, die haben wir schon durch die Wand gesehen. Da brauchen wir das Zweier. Und in dem anderen Ding hier das Einser. Das Einser ist für die Tür hier. Hier müssen wir hin. Ja, scheiß doch, Digga. Da kann man nicht rein. Boah, wie cool wäre das? Hätten das ja als Gang gemacht und alle gehen dran vorbei. Ey. Mann, da wollte ich sparend sein. Jetzt habe ich ja Leben verloren. Wait, das können wir auch nicht aufmachen. Okay, jetzt haben die einen Inception Power Loop hingebaut. Gut, mit den Gegnern war ja klar zu rechnen, ne? Ach nee. Dass sie da den Schraubenzieher nicht von alleine verwendet, ne? Wow. Damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Okay. Sieht aus wie Thomas die Lokomotive. Wenn, ja, ich sag's jetzt nicht. Aufwisch bestellt. So. Immer über die Familienfriendly-Witze nachdenken. Und hier sieht er traurig aus. Traurige Thomas. Tut. Sowas sind auch so gute Horrorspiele, by the way, wenn man halt langsam irgendwo lang crouched. So, ja, sorry. Ich will das nicht. Das ist ja Absicht auch, ne, mit den Dingern hier. Also, es ist ja. Ja, das ist Absicht. Mittlerweile am Anfang dachte ich, ich hätte jetzt wieder einen Knacks, wie immer. So mein Ding so aus Spaß, so in sowas reinzugessen, aber. Das wäre jetzt übelster Quatsch. Ich glaube, das hier muss das Einser sogar sein. Wir hatten ja das schon direkt drin im Gang gesehen. Richtig geil. Im Gangens. Oh. Einser. Nice. So. Auch wenn wir jetzt trotzdem selber da waren, können wir das auch wieder mitnehmen. Bleibt ja offen. Miau. Wir sind nicht autorisiert. Wir dürfen hier nicht rein. Ende. Das wäre schon lustig, ne? Wenn so ein Spiel damit enden würde. So richtig gutes Game programmieren und am Ende steht da Unauthorized Personal OV. Research of Fear. Sieht alles sehr neu aus. Im Gegensatz zu seiner Bude, meine ich jetzt. Ja, so, ich habe gar nicht geguckt, was hier rein muss. Eins. Ah, das waren die, die wir von außen gesehen haben, oder was? Ist das Einser? Oh nein, wir müssen das Dreier holen. Ich hab's vermutet. So krass.
Teletubbies. Das ist das Zweier, das ist das Einser, das ist das Dreier. Oh nee. Wo habe ich denn das Dreier stecken lassen? Jasses. Gut, ich komme dann später wieder. Vielleicht ist das. Oh nein, das ist mit einem Rätsel verbunden. Success. Fits. Und dann brauchen wir noch die Keycard und wir brauchen das Dreier. Scheiße, wo habe ich das stecken lassen? Das ist ja ewig hier. Oh, wir kriegen ja Fallschaden. Ich glaube, wir haben noch nie in diesem Spiel Fallschaden bekommen. Ja, gut. Nein. Ich weiß, wo wir das stecken lassen haben. Wie sollen wir das denn kriegen? Look at this. Wir müssen ja nur hier rein. Oh, ich bin so lost. Nee. Okay. Brauchen das Einser hier. Und dann brauchen wir bestimmt ein Eins. Zwei. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. Ja, das hätten wir vorher checken können, aber das habe ich ja tatsächlich nicht gesehen. Dann kann ich alles sehen. Wir sind gleich tot, weil wir uns immer selber irgendwie Damage machen, ne? Ja, gib mir mal noch den Stuff, wir kommen später wieder. Wenn wir das Dreier mitnehmen können. Wie auch immer das gehen soll. Oder ist es da unten halt in dem Raum noch eins? Oh Gott. Vorsichtig. Ich, der nicht zu lange machen wollte, jetzt sind wieder eine Uhr. Sing. Sinapé, danke. Oh. Tja, wer hätte das gedacht, ne? Ach so. Ja, okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht ahnen können. Dass das Ding halt einfach umkippt. Ich habe mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht, wie wir hier hinkommen. Das ist das Dreier, ne? Ne, okay. Glück gehabt. Ah, okay. Das wäre extrem lustig gewesen, wenn wir jetzt gestorben wären. Mann. Tryptozybin-Pilzextrakt Recordia. Eine Ampulle mit einer leuchtenden blauen Flüssigkeit. Das ist ein Bacta-Tank, ist das? Oder seismische Bombe, sieht sehr ähnlich beidem aus. Gibt auch eine Granate in Star Wars, die sieht auch sehr ähnlich aus. Na komm. Schmelzpunkt. Alter, es wird wirklich spät. Ich habe dazu erst Schmunzelpunkt gelesen. 184 bis 185 Grad. Fahrenheit steht auch extra dabei und Kelvin auch. Chillig. 457 Kelvin. Es wäre so geil, wenn wir alle was in Kelvin, also das in Kelvin immer angeben könnten, was Hitze und Kälte angehen würde. Aber du kannst halt in den Nachrichten nicht eine dreistellige Zahl für Grad ansagen. Das ist ja viel zu unklar immer. Auch wenn man sich daran gewöhnen könnte. Es ist doch einfacher, leider immer eine kleine Zahl zu sagen, ne? Du
können die Leute sich mehr, können die Leute mehr mit anfangen als 145 Kelvin oder sowas. Auch wenn Kelvin besser wäre. Ich wünschte, es würde gehen. Aber ich will auch nicht so ein Kacko sein, der einfach von alleine damit anfängt und dann irgendwie jedem auf den Sack geht, ne? Wie irgendjemand, der einen mit Kommas berichtigt oder sagt, der muss vegan sein oder, ne? Jeder kann seinen eigenen Scheiß machen. Psychoaktiver Hauptinhaltsstoff des Trizobinumpilz. Trizobinumpilz. Potenz hoch. Hat eine sedativ-hypnotische, beruhigende und halluzinogene psychoaktive Wirkung. Erosion und Wirkkraftverlust bei leichter Hitze. Stets gefroren halten. Ja, ich zeig dem Ding die kalte Schulter oder so. Und das ist in der Hosentasche, also kalt wird's nicht sein. Okay. Hat der irgendwas falsch gemacht? Ich verstehe immer noch nicht, was er gegen uns hat. Wir sind nett zu ihm. Er könnte nett zu uns sein. Oh, die Tür geht von alleine wieder zu. Direkt so Geräusche. Ich will sehen, was passiert. It's blocked from the other side. Muss auch gleich noch was essen. Also ich muss eigentlich nicht, aber... Ach, warte mal. Das Ding war für... Nee, ich will sehen, wo es hingeht. Wofür war das denn gut? Ding. Und da geht's wieder zurück. Problem ist, wir können damit nichts anfangen. Wir müssen gar nichts sehen. Wir sind halt ganz genau, dass wir hier lang müssen. Aber wofür ist das gut? Es ist halt ein geschlossener Kreis, oder was? I could plug a chip in there. Hey, got it. Ah, scheiß drauf, wir nehmen das wieder mit. Und jetzt das Dreier halt als nächstes. In der anderen Seite blockiert. Ah, vorher gesehen und gesagt. Oh Gott. Gab's kein direktes Fass, was man anschießen konnte. Okay. Das war jetzt natürlich ein bisschen verwirrend für mich. Normalerweise gibt's da so ein direktes Fass meistens. It's a metal plate attached to the wall. Oh, für. Could plug a chip in. Success. Fits perfectly. Wollen wir gleich irgendwann den Dreier schippen, dann haben wir echt ein Problem. Das ist doch eine Trap. Ich habe letztens ein echt gutes GIF gesehen, Bild. Von how to be, how to find out if it's a trap oder so.
Spiegel hilft. Warum ist das über unserem Kopf so unfassbar lila? Warte, was? Das ist ein physikalischer Gegenstand dann für uns gewesen. Hä, nie im Leben? Warum können wir darauf laufen? Und jetzt nicht mehr. Doch. Für immer. So, jetzt macht er das Ding an und diesen Rip. Alter. Ja, hä? Wieso ist unser Charakter so dumm? Also, wir sind ja selber auch hier hochgegangen, klar, aber... Er hat uns gesagt, dass er uns aufhalten wird. Aha. Ach, das ist der Gegner. Der Baus, also der Patient meine ich. Ist ja gar kein Gegner. Mann, ich dachte, wir gehen jetzt drauf. Er hat einfach schon wieder nicht geschafft, uns umzubringen, ne? This looks weak. This looks weak. Dafür brauchen wir weniger Strom. Ich bezweifle zwar, dass die noch nach ein paar Tagen geht, aber... Ja, scheiß drauf, wir gehen da nochmal rein. Okay. Ich fände es amüsant, hätte der das wieder gemacht. Man hätte irgendwas anderes machen müssen. Also anders machen müssen. Grundsätzlich. 15 HP, danke dafür. Weil hier sind Schlüssel für Verbrennungsraum. Ja, wir sind hier. Verbrennungsanlage. Okay, das war's. Das heißt, der ist da vorne. Lüftungslauraum, Verbrennungsanlage. Aber dafür haben wir ja den passenden Schlüssel. Ja, danke. Holy shit. Dicke Leben. I can probably break this with something. Ist der Aufzug. Ich weiß noch, was für ein Gegner da unten auf uns wartet. Ja, gut. Run.
müssen da wahrscheinlich nicht rein. Nee, da sterben wir. Will der uns immer so dreist an den Kragen? Kann er das nicht später machen, während wir mit unserem Patienten reden? Hört sich so an, als wird unser Freund da reingekommen sein. Guck mal, der ist sogar weg. Wow, wir haben den einfach geskippt. Einfach den dicken Jude geskippt. Wait, der hat nicht unseren Chip geklaut. Die hat er nicht Glück gehabt. Pretty good. Ein bisschen hoch das Decken. Ein bisschen mehr Loot wieder haben. I can't carry that much ammo. 70 Leben. Okay. Gut, das müsste es gewesen sein. Dann können wir jetzt das Dreierrätsel lösen, I guess. Erster Stock Fertigung. Looks fragile. Ja. Bin an dem Fall dran. Zug. Jetzt tun. Nee, falsches Ding. Ja. Wir brauchen das Ding an... Den Gesichtsausdruck. Hast du wirklich gedacht, ich benutze denselben Kühlraum nochmal? Trau mir doch mal etwas zu, Doc. So faul bin ich nicht. Ja, aber wer... Wäre schon lustig gewesen. Oder nicht? Keine Ahnung. Beim letzten Mal haben mich die Mitarbeiter gerettet. Das passiert hier bestimmt nicht, weil die Mitarbeiterpuppen hier nicht langlaufen. Denen wir so Smileys als Gesichter gegeben haben. Das sieht lustig aus. Geil. Schön aufgestockt hier wieder. Lebens- und munitionstechnisch. Hier waren wir jetzt auch schon genug drin. Ja. Alles abscouten hier. Jetzt auch nicht, wir haben aber lange keine Pillen mehr gefunden. Wir können uns halt zwei kaufen, das war's dann. Ein Lüftungsraum, ja, müssen wir ja nicht rein. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Okay. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Beides geht tatsächlich nicht. Okay. Ist eine Etage. Die hatten wir auch schon. So gut wie alles, sind alles nur noch Batterien. Oh, da liegt was. Ah, okay. Sonst haben wir wirklich alles. Ist ja auch nichts Schlechtes, theoretisch. Zwei. Eins. Ist ja immer unter Strom da die Ecke.